Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Warm-up Moving Force. Auf geht's! Mein Warm-up Moving Force hat zwei grundlegende Bewegungsrichtungen, die ich mit euch durchgehen möchte. Das eine ist, das Schlagzeug im Uhrzeigersinn zu spielen. Das andere ist, das Schlagzeug entgegen dem Uhrzeigersinn zu spielen. Diese Übung ist sehr, sehr basic-mäßig, das heißt nichts Kompliziertes. In einem Warm-up geht es ja darum, erstmal am Set anzukommen, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Deswegen erstmal ein einfacher Einstieg. Und diese Aufübung ist in insgesamt 4 Parts unterteilt und die werden dann Woche für Woche veröffentlicht. Und heute erstmal Part 1. Es geht also um Folgendes. Wir machen immer 4 Schläge auf einer Trommel. Deswegen Moving Force. 4 Schläge auf der Snare Drum. Dann machen wir 4 Schläge auf Tom 1, 4 Schläge auf Tom 2 und 4 Schläge auf Tom 3. Das ist also die Richtung im Uhrzeigersinn. Für mich als Rechtshänder die naheliegendste Bewegungsrichtung. Und dann machen wir das Ganze mit 3 verschiedenen Handsätzen. Und mein erster Handsatz ist mega simpel, denn es geht damit nur um die rechte Hand. Das heißt, ich mache 4 Schläge mit meiner rechten auf die Snare, dann Tom 1 4 Schläge, Tom 2 4 Schläge, Tom 3 4 Schläge und ich wiederhole das natürlich mehrmals. Ich mache jetzt mal insgesamt 4 Runden, das Ganze in einem relativ gemäßigten Tempo. 1, 2, 3. Wem das jetzt noch zu schnell war, der macht das dann einfach noch langsamer. Es geht, wie gesagt, darum, erstmal gar nicht das alles auf Geschwindigkeit zu machen oder es ultra kompliziert zu machen, sondern es geht darum, erstmal am Set anzukommen. Und ich empfehle natürlich auch, das mehr als nur 4 Durchgänge zu machen. In meiner Trainingsempfehlung schlage ich euch 1 Minute am Stück vor, und zwar ohne Unterbrechung. Kommen wir zum zweiten Handsatz. Der zweite Handsatz ist das gleiche Spiel, also im Uhrzeigersinn, jede Trommel 4-mal mit der linken Hand komplett. 1, 2, 3. Und der dritte Handsatz ist dann, die Hände rechts, links abwechselnd zu spielen. Das heißt, rechts, links auf der Snare, rechts, links auf Tom 1, rechts, links auf Tom 2, rechts, links auf Tom 3. Wieder 4 Durchgänge. 1, 2, 3. Wenn ihr das jetzt alles jeweils 1 Minute macht, habt ihr schon mal 3 Minuten euch anständig im Uhrzeigersinn aufgewärmt. Wollen wir das auch ein bisschen erweitern? Jetzt gehen wir eben entgegen dem Uhrzeigersinn. Das heißt, unser Startpunkt ist jetzt Tom 3, danach folgt Tom 2, danach folgt Tom 1, anschließend noch die Snare Drum und wieder jeweils natürlich 4 Schläge pro Trommel. Und wir beginnen das Ganze wieder nur ausschließlich gespielt mit der rechten Hand. 1, 2, 3, 4. Die gleiche Anzahl an Schlägen, die gleiche Richtung, jetzt aber alles gespielt nur mit der linken Hand. 1, 2, 3, 4.
Der letzte Handsatz der Moving Force, Part 1, ist dann, dass wir entgegen Uhrzeigersinn gehen, aber beginnend mit der linken Hand und nicht mit der rechten, wie eben im Uhrzeigersinn. Das heißt, wir machen vier Schläge auf Tom 3 mit links beginnend, danach auf Tom 2 mit links beginnend, auf Tom 1 mit links beginnend, auf die Snare mit links beginnend und dann wiederholen wir das wieder insgesamt viermal. Eins, zwei, drei, vier. Das war's auch schon mit Moving Force Part 1. Der zweite Part folgt dann nächste Woche. Das PDF kann man auf meiner Seite www.deinschlagzeuglehrer.de herunterladen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Dein Timo. Ciao.